So, hallo, hier ist der Jojo von Gadgets for Men und heute bin ich hier in Gießen beim Thomas Nohl. Der Thomas Nohl ist Messermacher. Ich hoffe, ich sage da nichts Falsches, aber der kommt auch gleich zu Wort. Und der hat ganz tolle Sachen und da hat es mir ein Messer besonders angetan und das habe ich mir heute geholt, habe ein bisschen gespart dafür, aber das ist auch was fürs Leben. Und hier zeige ich es mal. Das nennt sich, oder nennt er Wiesel, ist sein eigenes Design, aber da soll er gleich mehr zu sagen. Ich möchte euch nur kurz mein Messer hier zeigen. Hab mir hier auch Jojo eingravieren lassen. Habe ich mir also individualisieren lassen. Sowas mag ich dann schon ganz gern bei Sachen, die ich dann immer behalte. Habe mir hier extra so eine Scheide machen lassen. Es gibt dann auch viele andere, aber die hat mir am besten gefallen, weil, und das zeige ich euch jetzt mal, ich komme jetzt mal hier rum und Thomas sucht mal auf meine Hosentasche. Es trägt sich einfach klasse. Man merkt es nicht. Ich bin eben schon mal durch die Stadt gegangen hier mit dem Messer und du merkst es nicht, dass du es in der Hosentasche hast. Und der Thomas zeigt euch gleich noch mehr, was er hier hat. Kannst schon einmal kurz drüber gehen, Thomas, und dann gibst du mir mal die Kamera. Oh, komm, den Rest mache ich dann. Vielleicht glaube ich sogar besser. So, Thomas, jetzt bist du dran. Hallo, hier ist der Thomas Nohl von der Messerschmiede Nohl in Gießen. Wir haben ein Messergeschäft in Gießen, sind die Vertretung für Rendl in ganz Europa, Rendlmesser, und haben aber auch natürlich eigene Messer. Seit etwa 20 Jahren haben wir eine eigene Messerlinie, die aus 4 bis 5 Hauptmodellen besteht. Und das fing mal an mit einem, ich sag mal, eine Art Überlebensmesser, Camp Knife oder wie man es nennen mag, ein großes. Und aus einem Reststück davon habe ich dann mal ein kleineres gebaut, das vor 20 Jahren auch schon ungefähr so aussah. Es hat sich dann noch ein bisschen verändert im Laufe der Zeit und das ist seitdem das sogenannte Wiesel. Es ist kein Jagdmesser, obwohl es Wiesel heißt. Es besticht erstmal durch ein Loch, was wir da sehen. Das habe ich mir so ein bisschen abgekupfert von den Karambitmessern. Und die Vorzüge von dem Messer sind einfach, dass es sehr kompakt und klein ist, obwohl es eine 9,5 cm Klinge hat. Und wenn man das Messer so fasst wie gedacht, dann hat man in der Hand das Messer liegen, was sich dann am Ballen abstürzt. Man kann es also in dieser Weise tragen. Man kann es aber auch so nehmen, wenn man zum Beispiel etwas schnitzt. Man kann auch sehr gut Kartoffeln schälen mit. Man kann damit seinen Steak durchschneiden, schnitzen, man kann mit dem Messer sehr viel machen. Es ist ein sehr sicheres Messer, weil ist man einmal in dem Loch drin, kann man nicht abrutschen, man kommt da nicht vorbei. Die Messer werden in Handarbeit gebaut aus Turbinenstahl RWL 34. Die werden in Längsrichtung der Klinge satiniert. Fieber wird untergelegt, dann werden die Griffschalen verleimt, werden sechsfach gestiftet und es gibt zwei Varianten. Die einen haben eine Endkappe aus Titan, damit das Messer nicht zu schwer wird, aber trotzdem einen schönen Metallabschluss hat. Das Ganze wird in einer Scheide untergebracht aus 3 mm Nackenleder, verschiedene Variationen, Flechtmuster, verschiedene Einlagen und dann findet das Messer sehr flach am Gürtel Platz und ist ein super Alltagsmesser. Weiterhin ist es ja feststehend und unter 12 cm und kann damit bedenkenlos überall getragen werden. Es ist also ein echtes, wie sagt man neudeutsch, EDC-Messer. Die Griffschalvarianten, die können von Wüsteneisenholz, Knochen, Mammutelfenbein, Micarta, also alles, was der Markt hergibt, was aber auch Sinn für die Messer macht. Die sind nämlich aus der Praxis geboren, deswegen verarbeite ich nur Sachen, die man auch sinnvoll an einem Messer benutzen kann. Es gibt auch die Edelvariante, hier aus Dharma-Stil gefertigt, im Odinsauge-Muster und die kommt natürlich beim Wiesel besonders schön zur Geltung, weil auch das ganze runde Stück um das Fingerloch auch alles schön in dem Damast zu sehen ist. Und bevor wir es beischleifen, wird natürlich das so sauber gepasst, dass wir später das schöne Damastmuster nicht wegschlagen, wie das manchmal auch passiert. Abrunden tut es eine Daumenauflage und das Ganze wird so sauber ausgeschliffen, dass das Messer auch im hinteren Bereich sehr, sehr scharf ist. Zu den Einsatzzwecken, die sind sehr vielfältig.
Es hat sich herausgestellt, man kann sehr gut damit auch ein Stück Wild aus der Decke schlagen für die Jäger unter uns. Man stelle sich vor, man hat hier seine Wildsau hängen, schneidet so, dann kann man mit der gleichen Hand auch ein Stück Schwarte oder Decke schneiden, ziehen, schneiden, ohne das Messer immer wegzulegen. Ja. Es lässt sich auch sehr gut im Fisch ausnehmen, ohne dass man mit glitschigen Fingern abrutscht, ja, weil man das Messer so auch rückwärts sicher in der Hand hat. Man braucht, wenn man den Fisch abgestochen hat, auch sein Messer nicht wegzustecken. Man kann es in der Hand halten, wenn man auf dem Boot ist oder so. Also es gibt viele Einsatzzwecke. Man kann aber auch ganz normal sein Butterbrot mitschmieren und kann es danach gut abwischen. Ja? Das gibt es seit 20 Jahren bei uns und das Ganze findet dann zur nächsten Größe dem Waldläufer, auch schon über 20 Jahre bei uns im Programm, auch in reiner Handarbeit hergestellt. Titanbacken, Schwalbenschwanzpassung, getaperter Erl, Fieber untergelegt, die gleichen Griffmaterialien wie das Wiesel, eine schlichte Drophorn-Klinge, die aber sehr hohen Gebrauchswert hat und auch hier wieder Titan als Parierstange, damit das Messer vom Gesamtgewicht überschaubar bleibt, aber trotzdem, wenn man das sieht, einen richtigen Fingerschutz bietet, was heute bei vielen Serienmessern als weniger wird. Man sieht, wie die weit ausladen Parierstangen, die sorgt für ein großes Plus an Sicherheit. Ja. Okay. Thomas, vielen Dank.